Aus Wut soll ein 66-jähriger Tiroler auf seinen Hund geschossen haben. Er hat das Tier verfehlt. Vor Gericht wurde er heute trotzdem wegen versuchter Tierquälerei schuldig gesprochen. Weil der Hund auf dem Feld hinter dem Haus gebellt habe und nicht hören wollte, soll der Pensionist auf seinen Hund geschossen haben. Das sagte die Zeugin, seine künftige Schwiegertochter, heute vor Gericht aus. Der Hund sei nur deshalb knapp verfehlt worden, weil er sich im Moment des Schusses umgedreht habe. Der Mann bestritt das. Er habe nur versucht, den Hund mit einem Luftschuss zu erschrecken und ihn zum Herkommen zu bewegen. Für das Gericht gab es keinen Zweifel an der Schuld des Mannes. Er wurde zu 2.700 Euro Geldstrafe verurteilt, die Hälfte davon bedingt. Das Kleinkalibergewehr des Mannes wird konfisziert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.